Heute stellen wir euch unser Kinderbuch Toms Taxi von Sally und Sylvain Meunier vor. Das Buch spielt in einer Welt, in der es mit dem Kapitalismus so weit gekommen ist, dass Eltern ihre Kinder ans Finanzsystem verkaufen, um ihre Schulden zu bezahlen. Der 11-jährige Tom versucht zu verhindern, dass das auch mit ihm passiert. Und seit sein Vater spurlos verschwunden ist, fährt er deshalb dessen altes Taxi, um für sich und seine Mutter Geld zu verdienen. Allerdings hat es mit dem Taxi etwas Merkwürdiges auf sich und Tom gerät in eine Welt, in der die Geschichte irgendwie durcheinander gekommen ist. Und in der es aber einen Weg gibt, seinen Vater zurückzubekommen, wenn Tom sich beeilt. Die Autoren Sally und Sylvain Chaumet kommen eigentlich sehr erfolgreich aus der Zeichentrickfilmbranche. Und das merkt man auch in ihrer verrückten, rasanten Erzählung, die sich Schlag auf Schlag abspielt und keine Minute langweilig wird. Die Illustrationen haben dabei ihren ganz eigenen Stil. Bunt und immer ein bisschen überspitzt. Eben wie die Geschichte selbst. Gesellschaftssatire im Kinderbuch. Mit Toms Taxi funktioniert das, ist super unterhaltsam und macht gespannt auf eine Fortsetzung.